So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich jetzt wieder Gold 5, denn die dritte Season hat jetzt hier vor kurzem begonnen. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, wieder hochzukommen auf Gold 4, aber ein paar Duelle habe ich schon gemacht und da war schon einiges an absolut grandiosem Materialarbeit, habe ich euch verraten. Ich habe heute, ich glaube, drei Duell-Replays für euch. Eins davon ist ein ganz kurzes und zwei davon sind ein bisschen länger, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. In jedem Fall sind alle drei mega unterhaltsam, total witzig teilweise auch. Ihr werdet es ja gleich sehen, das wird auf jeden Fall ein supi-dupi Video heute. Das kann ich euch schon mal versprechen. Das habe ich heute für euch. Wenn ihr für mich ein Abo da lassen könntet und mir ein Abo für mich da hättet, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Denn solltet ihr mir helfen wollen und mir noch kein Abo da gelassen haben, dann lasst mir lieben gerne ein Abo da. Ansonsten Kommentare, Likes und so weiter. Ihr kennt das Spiel auf YouTube, ne? Also ne? Abo, Likes, Kommentare und so. Das würde mich alles sehr unterstützen. Aber ich würde sagen, genug gebrabbelt. Legen wir direkt mal los mit dem ersten Replay und ich würde sagen, wir fangen mal an erstmal mit dem kürzesten der drei Replays und auch dem wahrscheinlich witzigsten und dann, hören wir uns gleich wieder im Replay. So, und da befinden wir uns auch schon im ersten der drei Replays, tatsächlich. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Ranked Replay. Das ist aber tatsächlich ein Replay vom Exit Festival hier noch. Das ist also vom ersten Master Duel Event hier ein Replay. Das macht aber keinen großartigen Unterschied, denn das macht es kein bisschen weniger lustig. Ihr werdet gleich sehen, warum dieses Replay sehr lustig ist. Wie auch immer, wie ihr seht, ich runne hier mein Exit Festival Deck. Das ist das Zodiac-Deck gewesen, das ich auch in meinem Zodiac Exit Festival Deck Guide beschrieben hatte. Das habe ich hier entsprechend auch gerannt in diesem Duell und der Gegner runnt ein. Na? Wer möchte raten, was es ist? Der Gegner runnt ein. Richtig, ein Drytron-Deck. Und genau deswegen werde ich jetzt auch erstmal hier kurz auf Fast Forward gehen, denn der Gegner macht ganz viele lustige Sachen. Frag mich nicht, wie mein Drytron-Deck runnt, wie das genau funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Da passieren jetzt ganz viele lustige Sachen. Das ist schon mal der erste Special Summon. Wie ihr seht, habe ich hier ein Nibiru auf der Hand. Das ist das Wichtigste hier gerade an der Stelle. Das ist Special Summon Nummer 1. Wir fahren fort mit Special Summon Numero. Erst dauert es eine Sekunde, weil Drytron Decks machen immer ganz viele lustige Sachen. Numero 2. Special Summon Nummer 3 kommt dann auch bald. So, da ist Nummer 3. Okay. Schön für ihn. Wir freuen uns alle sehr. Dann macht er noch viele ganz andere lustige Sachen. Supi, er schmeißt noch 30 Karten Graveyard. Das ist, glaube ich, Nummer 4 jetzt und es müsste Nummer 5 kommen. So. Und dann haben wir gleich ein bisschen Spaß mit ihm. Ja, da ist der 5. Special Summon, soweit ich weiß. Und die Büro sagt Hallo. Und tschüss. Da hatte ich schon sehr viel Spaß dran, weil ich einfach sein gesamtes Feld wipen konnte. Er kriegt zwar irgendeinen supi-dupi 6000 ATK-Token, ist mir relativ wurscht. Jetzt macht er noch weiter, weil wuppdiru, wir spielen Drytron. Uns ist alles egal, wir spammen 30 Karten aufs Feld. Ich finde, deswegen finde ich, um es an der Stelle mal einzuwerfen, deswegen finde ich diese Drytron-Decks so furchtbar nervig. Nicht, weil sie stark sind, sondern weil dieser Zug selbst in Fast Forward irgendwie fast schon eine Minute dauert. Ich hasse diese Decks deswegen, es dauert einfach so lange. Und in Echtzeit, in einem echten Duell dauert es halt noch länger. Es ist so nervig. Also, das ist original der Grund, aus dem ich Drytron und Adlic Decks für die schlimmsten Decks in dem Spiel aktuell halte. Also Adlic Decks aus einem anderen Grund. Aber beide Decks fallen für mich in die absolute No-Fun-Zone. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sobald der Drytron-Spieler einen Zug kriegt, dauert es einfach 10 Minuten, bis er mit seinem Zug fertig ist. Absolute No-Fun-Zone in meinen Augen, weil du kannst einfach raustappen, ein anderes Spiel spielen in der Zeit. Und bist wahrscheinlich mit deinem anderen Spiel fertig, bevor der mit seinem Zug fertig ist. Absolute No-Fun-Zone in meinen Augen. Die sollten einfach die Animation beschleunigen oder so, dann bei dem Decktypen. Keine Ahnung, irgendwas sollten die dagegen tun. Und Adlic-Decks sind für mich übrigens die No-Fun-Zone, aus dem. Ja, und jetzt übernimmt ihr, glaube ich, ein Nibiru oder was. Adlic-Decks sind für mich übrigens die No-Fun-Zone wegen Skill Drain im Handy. Ich hasse diese Decks, weil Skill Drain, diese Karte, ist einfach die No-Fun-Zone 9000, keine Ahnung. Und Trap-Spam-Decks, I mean, kann man. So Trap-Spam-Decks in Current Year, ja. Also, anyways, ja. So, ich fand meine Hand schon absolut hilarious und lustig. Mit dir Called by the Grave und Forbidden Chalice und keine Ahnung. Das fand ich schon witzig. Und halt auch, dass ich ihm halt hier schon sein Play fett hinein konnte. Und dann ziehe ich hier so Dark Hole und irgendwie so, ja. Da macht doch Spaß, die Hand. Da hatte ich schon Spaß an Backen. Aber jetzt wird's noch lustiger, ich aktiviere Dark Hole. Und er so, nein, das erlaube ich dir nicht. Auf keinen Fall. Aktivierst du Dark Hole und ich so, ja, das ist schön für dich. Ich erlaube dir nicht, mir das nicht zu erlauben. Danach triggert meine Karte, dadurch triggert seine Karte wiederum nicht. Danach triggert deswegen wiederum mein Dark Hole. Da konnte mir mein Dark Hole nicht hinein, was er unbedingt versucht zu vermeiden. Alles wird vom Feld gewiped. Seine 10 Minuten Play sind komplett bedeutungslos. Und wie gesagt, deswegen No Fun Zone. Ja? Also, der braucht 10 Minuten, um sein tolles Field zu setupen. Und dann spiele ich hier 3 Karten und sein Feld ist weg. Also, so. Das war komplett pointless. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Spaß mit ihm. Irgendwie ein Whiptail. Der wird zu Tiger Mortar. Ich werde mal wieder auf Fast Forward gehen, weil das wird jetzt auch ein bisschen dauern, aber nicht so lange. Nicht mal das andere so lange wie bei ihm. Hammer Kong, dann Bobo, die Klassiker-Kombination, ja. Dann habe ich, glaube ich, Whiptail Action nicht angehängt, weil ich mir dachte, ich hätte Whiptail jetzt hier an Borbo anhängen können. Für mehr Damage. Jetzt kommen wir noch der Zeus, der kommt jetzt hier hin.
Scoopidoopi. Den hätte ich actually wahrscheinlich hier spielen sollen, wobei das Exceed Festival ist. Also man hat eh kein Link-Monster. Anyways, ich hätte wahrscheinlich Verteidigungsposition trotzdem spielen sollen. Weil es ja sein zukommt. Wie auch immer. Kleiner Missplay so gesehen, aber spielt auch eigentlich keine Rolle. Für die von euch, die sich fragen, warum ich Whiptail nicht angehängt habe, der Plan war, sollte er mein Field irgendwie gewiped kriegen, dann hinzugehen und dann gleich noch die Möglichkeit zu haben, in irgendein anderes Exit-Monster reinzugehen. Wie auch immer, ich beende meinen Zug natürlich, was soll ich auch sonst tun? Ich habe ihn gerade komplett vernichtet quasi. Ich hätte theoretisch noch seine Karte investieren können, das habe ich glaube ich vergessen. Genau, dann wollte er glaube ich die Karte irgendwie Special Summon, das habe ich gesehen. Irgendwie sein Plan war irgendwie, was war das? So, wir gehen mal kurz auf Pause. Was hat er gemacht? Er hat gerade einen Benden hier gebanished. Und das hat er getan, glaube ich, mit dem Effekt hiervon. Ich weiß auch gar nicht. Und hier steht irgendwas im Weg. Genau hier. You can banish one other Cyber Angel Monster, wenn Target one Monster your opponent controls, Special Summon this card, and you do blah blah. Und ich halt mir so, das ist ein schöner Effekt. Wie wär's, wenn du den mal nicht aktivierst? Und ja, das habe ich ihm dann denied. Und danach hat er aufgegeben. Sehr, sehr lustiges Duell. Ich hatte sehr großen Spaß dran. So, und damit herzlich willkommen im zweiten Replay. Das ist ein Replay, das ich tatsächlich vorhin erst gespielt habe. Das ist ein ziemlich cooles Duell gewesen. Und auch ein ziemlich cooler Start an dir übrigens. Und ja, ich weiß, gerade am Ende des anderen Duells, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, da stand Victory Connection Failed. Also mit anderen Worten, der Gegner war so angepisst darüber, dass ich ihm quasi seinen 10-Minuten-Zug einfach komplett denied habe mit drei Karten, das einfach Rage-Quit hat. deswegen stand der Connection Failed. Der hat also nicht auf Surrender geklickt, der hat einfach auf alte 4 gedrückt und dann sein Spiel gekillt. Ja, aber ich meine, selber schuld, ne? Also ich meine, wenn man so ein No-Fun-Zone-Deck spielt, bei dem der Gegner 10 Minuten lang darauf warten muss, dass du dein Supi-Dupi-Feld 10 Minuten lang setups und, wenn du so ein Deck spielst, dann darfst du halt auch nicht mad darüber sein, wenn ich genau drei Karten spiele und dein gesamtes Feld einfach vom Spiel lösche, ja? Also, anyways, ja, gut. Das wäre dann dieses Duell gewesen. Aber wie gesagt, ich fand es einfach so hilarious, wie ich einfach drei Karten spiele und der Gegner so, alles weg. Und dann der Gegner auch noch so perfekt schön in seinem Zug dann direkt Ragequit hat, nach dem Motto so. Weil er hatte irgendwie 1200 LP, aber er Ragequit nach dem Motto, oh nein, I'm dead lost. Er hat irgendwie nur 5 Handkarten, übelst viel LP und er nur so, nein, I can't recover from this. Wie auch immer, wir machen weiter mit Duell Nummer 2. Wie ihr seht, eine ganz solide Starthand. Ich glaube, der Gegner durfte, glaube ich, als erstes spielen. Ich glaube, der Gegner hat den ersten Zug gekriegt. Ja, hier Ash Blossom und Dark Hole wieder plant. Absolute Staple-Kombination. Nein, keine Ahnung. Aber immer eine nice Kombination, wenn man das verstanden hat. Mirror Force, glaube ich, auch. Genau, ja, Mirror Force. Genau, und der Gegner... Stimmt, ich erinnere mich. Der Gegner spielt eine Falle. Er spielt eine Fallenkarte. Und wenn es dazu geht, ich denke immer nur so, was ist falsch mit dem Jungen? Ich spiele Fractal. Der Gegner so, ha, Called by the Grave. Ich werde dir das denyen. Und ich denke so, okay, schön für dich. Und dann denkt man so, Maxi, du machst keine Special Summons. Und dann die, ich meine, das ist halt die absolute Cancer-Kombo. Wer kennt es nicht, ja? Es fängt an mit Called by the... Also allein dieser Anfang ist schon so lächerlich bescheuert. So herrlich bescheuert. Er fängt an mit Called by the Grave. Das ist so Staple-Cancer-Karte Nummer 1. Gefolgt von Maxi, absolute Krebs-Cancer-Karte Nummer 2. Und jetzt natürlich kombo ich meinen Ash Blossom dahinter, was auch... No comment, ja? Um ihm seinen Maxi zu denyen. Also erstmal, er spielt Maxi, ich deny ihm seinen Maxi. Er spielt Called by the Grave auf meinen Fractal und nimmt mir damit auch irgendwo Playmöglichkeiten weg. Und ich dachte mir so, ha, ich habe immer noch Nurbel. Und hab dann meine neueste Errungenschaft hier gespecialt zusammen, nämlich Salamon Great Almirage. Die Karte habe ich mir tatsächlich vorhin erst gecraftet, weil ich gesehen habe, dass sie ziemlich wichtig ist. Und das war auch der Main-Grund, aus dem ich auf Platinum oft, auf die Fresse gekriegt habe, dass ich diese Karte im Deck nicht hatte. Die ist ein absoluter Combo-Enabler. Solltet ihr auch Tri-Brigade runnen, holt euch auf jeden Fall diese Karte. Die ist extrem wichtig, um Combos zu enablen. Das Problem ist, er hat mir irgendwie viel zu viel Material genommen. Beziehungsweise ich habe hier leider kein weiteres Material, um wirklich realistisch weiterkommen zu können. Vielleicht habe ich auch gemissplayt, ich weiß gar nicht. Wie auch immer, ich habe nicht gesehen, wie ich jetzt hier noch großartig weiterkommen könnte, weil ich habe Nurvel ja gespecial summoned. Und konnte es hier, ich konnte Fractal nicht nochmal spielen, weil der Effekt wurde mir denied. Und ich glaube, man kann den Effekt noch einmal aktivieren. Deswegen habe ich einfach gedacht, ziehe ich hier Keras und dann bin ich im Zug. Wie ihr seht, habe ich hier Mirror Force und Called by the Grave. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was der Gegner für ein Deck runnt. Denn der Gegner runnt ein... Na, genau, ein Drytron Deck. Weil davon hatten wir noch nicht genug. Natürlich habe ich jetzt erstmal hier seinen Supi-Dupi-Effekt denied. Er hat Herald of Ultimativeness oder wie auch immer diese Schrottkarte da heißt, die ich auch absolut hasse, weil sie einem auch so viel Play denied. die habe ich ihm dann erstmal jetzt hier schön aus dem Spiel deleted. In die Banish Zone. Dann macht er hier lustige Sachen, die man mit einem Drytron Deck anscheinend macht. Er Special Summoned Union Carrier, whatever, blablabla. Er darf des Lebens freuen. Und er fällt rein auf den oldest Trick in the Book, nämlich auf Mirror Force, was ich auch absolut witzig fand. Es kommt nicht oft vor, dass ich diese Falle resolven darf, aber ich durfte sie in diesem Duell resolven und ich fand es absolut hilarious, mal wieder. Absolut witzig. Wie auch immer. Und jetzt, meine lieben Leute,
könnt ihr euch schon mal mental auf den lächerlichsten Schwachsinn vorbereiten, den ihr jemals in Yu-Gi-Oh! Gesehen habt. Und deswegen ist dieses Duell so lustig. Ja, das ist ein absoluter Krieg der Invaliden hier, dieses Duell. Ich zieh Port of Desire, ich hab nicht so nötig zu sagen. Ich so, ja, okay, aktivierst du mal, guckst mal, was du ziehst. Nur Schrott, ja? Also, ich kann seine super Falle entfernen, toll, oder sein Whatever-Spell da. Und ich greife ihn an mit Keras. Boah, 1200 Damage schon mal. So ein dicker Hit. Und ich kann nicht Special summonen, weil, wie ihr seht, ich habe hier genau, ich glaube, eine Karte. Nur Nurvel und halt Ash Blossom im Graveyard, die ich jetzt hier mit Keras wegkloppen könnte, um hier irgendwas zu Special summonen. Und ich brauche mindestens zwei. Demnach kann ich nicht Special summonen. Ich kann hier nur ihn pieksen mit Keras. Und jetzt beende ich meinen Zug und er kann jetzt seinen super Zug spielen. Ich bin hier kurz davor, komplett zerstört zu werden, weil ich halt kaum Play habe, bis auf halt die Infinite Impermanence. Aber ich habe Infinite Impermanence. Außerdem kann ich ihm denyen, dass er diese Karte zerstört. Ein absolute Win in my book, natürlich. Dass er eine Karte weniger bei mir zerstören kann. Jetzt Special Summon er hier seinen Quatsch und noch mehr Quatsch. Und ich sage, halt, stopp, Quatsch ist hier nicht erlaubt. Und lösche hier seinen Effekt, mit dem er, glaube ich, noch eine Karte Special Summon oder ziehen darf oder whatever. Da dachte ich mir so, der nice immer, das ist wahrscheinlich nicht so schlau, ihn da durchgehen zu lassen. Er aktiviert noch einen anderen Quatsch und zieht dann diese Karte durch wieder und kann, glaube ich, dann trotzdem irgendwas Special Summon. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas macht er doch jetzt, irgendein Schwachsinn. Ja, genau, Linkuribo und ich glaube, danach beendet er sogar. Ja, danach beendet er seinen Zug. Er kann auch nichts tun. Er kann nicht kommen und ich kann nicht kommen. Was ist dieses Duell, ja? Dann ziehe ich hier eine Zodiac-Karte. Dachte ich mir so, ja, wird vielleicht Sinn machen, einfach mal alle Monsterchen zu löschen, ne? Warum nicht? Machen wir mal alles weg. Dann spiele ich natürlich meine Zodiac-Karte. Jetzt gehen wir mal kurz auf Fast Forward, damit das hier ein bisschen schneller vorübergeht. Zack und zack. Und wir machen ein paar Special Summons. Man kennt's. Borbo und ich glaube, habe ich Dryden? Nein, Dryden habe ich doch nicht beschwört. Genau, wir haben Borbo beschwört. Danach finishen wir natürlich in Zeus. Um ihm hier sämtliches Play zu denyen. Jetzt habe ich hier dann doch hier den Finger am Abzug sozusagen. Jetzt ist er hier ein bisschen unter Druck. Ich habe jetzt hier Zeus übrigens diesmal nicht gemissplayed im Verteidigungsmodus auf dem Feld mit vier Materialien. Ich kann also zweimal sein Feld wipen. Jetzt passiert Folgendes. Er spielt irgendeine lustige Zauberkarte, zieht irgendwelche lustigen Karten. Kann ich auch nicht wirklich denyen mit Zeus, was er gerade macht, glaube ich. So, jetzt aktiviert er hier das und dieses und jenes und simsalabim. Jetzt zieht er seinen tollen Cyber Angel Benton. Den beschwört er dann auch. Ich habe an diesem Moment nicht mal den Effekt gelesen. Ich wusste einfach, diese Karte sollte ich vielleicht einfach mal entfernen. Und habe diese Karte dann entsprechend entfernt. Ja, Riesenüberraschung. Er hat darauf keine Antwort und wendet einfach so einen Zug. Ich weiß nicht, warum er das überhaupt versucht hat. Vielleicht einfach nur, um Materialien von meinem Zug loszuwerden, schätze ich mal. Ich habe so Solemn Judgment gezogen, dem habe ich immer aufs Feld gesetzt. Und dachte mir so, ja, wenn er jetzt Raigeki zieht, kannst du ihm mit hinein. Spoilers, er hat nicht Raigeki gezogen, sondern er macht wieder lustige Drytron-Sachen, weil Drytron-Decks müssen Drytron-Sachen machen, schätze ich mal, keine Ahnung. Nachdem er dann relativ viel Material hier aufs Feld kriegt, da bin ich ein bisschen nervös geworden, dachte mir so, die Nice Man hat mal ein bisschen hier so, weiß nicht, vielleicht soll ich das nicht zulassen, ich weiß nicht so genau, das scheint mir alles nicht so gut zu sein, was der gerade macht. Dann zieht er sich hier den Effekt aus seinem Hintern und entfernt irgendwie meine Karte und oh mein Gott, 500 Schaden, er greift mich an mit einer übermächtigen 500 Angriffspunkte-Karte. Wie ihr seht, das ist die absolute Krüppelkeile hier, dieses Duell. Krüppelkeile vom Feinsten. Dann habe ich mir hier wieder Borbo geholt, aber mein Ziel war es nicht, Borbo zu kriegen, sondern Drydent, weil ich mir gedacht habe, mein Gedankengang war folgender. Ich könnte ihn jetzt zwar direkt angreifen mit Borbo für 1200 Damage, dann hätte aber das Monster noch im Feld. Deswegen habe ich mir gedacht, du beschwörst jetzt einfach Drydent, entfernst deinen Borbo und entfernst dein Monster, damit er kein Monster mehr hat. Und machst trotzdem 1200 Damage. Das war mein Gedankengang. Gesagt, getan. Ich hätte natürlich auch einfach sein Monster angreifen können, dann hätte ich es banishen können, aber ich glaube, die Karte hat keinen Effekt im Graveyard. Die ich da gerade zerstört habe. Und keinen krassen Effekt zumindest. Deswegen habe ich die einfach in den Graveyard und statt in die Banish Zone geschickt. Jetzt macht er wieder lustige Sachen. Zack. Und er hat seinen nächsten Supi-Dupi Cyber Angel. Und er schmeißt ihn weg und beschwört irgendwas und fragt mich nicht, wie die Deck funktioniert. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich finde die Deck einfach ekelhaft. Es dauert so lange, bis diese Züge vorbei sind. So, dann dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, du löscht einfach mal hier sein Supi-Dupi Special Summon Material. Das ist Level 6. Surely kann da nicht Special Summon. Keine Ahnung. Irgendwo in den 10 Metern Text von einem von seinen 10.000 Monstern steht aber anscheinend drin, dass er auch mit zwei Level 1 Monster Special Summon kann. Frag mich nicht. Ich hasse dieses Deck. Es ist einfach ultra nervig. Mit seinen 10 Trillionen Special Summons. Er macht jetzt 4.000 Damage. Das bin ich ein bisschen unter Druck. Er hat einen 4.000 ATK Monster im Feld. Und an dem Moment, das war jetzt der Moment, wo ich mir so dachte, du hast verloren. Ja, also er hat ein dickes Monster auf dem Feld. Aber du hast doch nicht komplett verloren, weil wenn du jetzt hier ein Tribal Gate Monster siehst, kannst du Shrike Special Summon, weil du hast jetzt hier mehr als genug Material im Graveyard. Ich habe ja übrigens auch nachgezählt. Ich glaube, ich habe 10 Outs, also ich habe quasi aktuell in meinem Deck 10 Karten, die ich ziehen könnte, um irgendwie Shrike aufs Feld zu kriegen, ja? Wir haben 17 Karten im Deck, möchte ich an Stelle anmerken. Ich habe ungefähr 10 Karten, die ich ziehen kann. 17 Karten. Ich muss ziehen, ein Tribal Gate Monster oder die Tribal Gate Falle. Ich ziehe... Schrott. Ich ziehe Ash Blossom. Supi. Ganz toll, dachte ich mir. Ja. Da habe ich mich dann ganz toll gefreut. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen.
weil es absolut lächerlich ist, dass ich dieses Duell noch nicht gewonnen habe. Oder er auch das Duell noch nicht gewonnen hat, aber vor allem, dass ich das Duell noch nicht gewonnen habe, weil, hau. Er macht den Missblesser Tausends und greift mich mit seinem Supi-Dupi-Bänden an. Und kann mich deswegen nicht finishen. Das ist einfach auch der Anime-Plane 9000. Ich darf meinen Solomon Great hier nochmal zurückholen. Man möge sich daran erinnern, wir haben 16 Karten im Deck. Ich kann 10 davon ziehen. Ich brauche ein Tribal Gate Monster. 10 Karten davon sind Tribal Gate Monster. Ich ziehe ein Zodiac Monster. Da habe ich mich mal wieder sehr gefreut und dachte mir aber, schon während ich die Karte gesetzt habe, diese Karte hat 2000 ATK. Wenn dieser Vollpfosten jetzt wieder mit seinem Cyber Angel angreift, wird er wieder nicht gewinnen. Außerdem dachte ich mir, du aktivierst mal den schönen Effekt hier, den von Solomon Great, damit er das Monster mit Effekt nicht entfernen kann. Der absolute Vollpfosten greift wieder an mit seinem Schwachmonster. Anstatt mich einfach zu chippen mit seinem Cyber Angel und immer Chip Damage zu machen, macht einfach keinen Schaden, weil anscheinend spielt man dieses Spiel so. Ich darf meinen Solomon Grave wiederholen und danach darf ich furchtbar missplayen, das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte euch an dieser Stelle erneut daran erinnern, Tribal Gate Monster, 15 Karten im Deck. 10 Karten davon sind Tribal Gate Monster oder ich weiß nicht, ungefähr 10 sind davon auf jeden Fall entweder Tribal Gate Fallen oder Monster, die ich ziehen könnte. Wir ziehen Raigeki. Das freut mich ja sehr, aber also selten hat mich so sehr gefreut, dass ich Raigeki gezogen habe. Okay, es hat mich gar nicht gefreut, aber ich dachte mir so, damit kannst du gewinnen. Und jetzt get ready für den Missplays der Tausends. Ich hätte nur Raigeki aktivieren müssen, um sein Spiel zu wipen. Dann hätte er als Response darauf vielleicht hier seinen Supi-Effekt hier aktiviert, mit dem er mir, glaube ich, eine Karte zurückgeben kann. Auf die Hand oder löschen vom Feld, was auch immer. Ja. Stattdessen habe ich zuerst den Solomon Great Effekt aktiviert. Um mein Monster hier immun zu Effektschaden, würde ich gerade schon sagen. Also immun zu machen, dass kein Effekt auf dieses Monster aktiviert werden können. Dummerweise habe ich vergessen, dass er seinen Effekt dann chainen kann. Deswegen wird sein Effekt zuerst getriggert. Mit dem Ergebnis, dass meine Karte dann von seinem Effekt zerstört wird, bevor sie immun werden kann. Ich hätte mir da an der Stelle am liebsten ins Gesicht schlagen können. Aber ich hatte Gott sei Dank noch Raigeki und konnte sein Shield wipen. Es ist dieses Duell, wie gesagt, es ist einfach Krüppelkeiler vom Feinsten. Er topdeckt. Die einzige Karte, die ihn irgendwie Monster sammeln lässt. Vermute ich mal, keine Ahnung. Und jetzt, nachdem wir 3 Züge lang von 17 Karten, von denen 10 Stück spielbar wären, ja, nichts gezogen haben, ziehen wir jetzt endlich, ja, endlich ziehen wir jetzt Tribal Gate Keras. Und mittlerweile sind wir so weit, dass es egal ist, ob ich Shrike beschwören kann oder nicht, weil er schon so weggekrüppelt kalt wurde von mir, dass ich einfach finishen kann damit. Was ist dieses Duell? Was ist dieses Duell? Anyways, ja, ihr seht, habe ich das gewonnen. Ich hätte es genauso gut verlieren können. Das war das randomste Duell meines Lebens wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich dachte mir, dieses Replay kann ich euch nicht vorenthalten. Das ist einfach so dämlich. Aber ja. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze mit einem wunderprächtigen dritten Replay, das ich euch dann jetzt zeigen werde. So, und damit wären wir im dritten Replay angekommen. Und auch hier, also wie ihr seht, ich run auch hier wieder mein Tribal Gate Deck. Ich habe, glaube ich, gar kein anderes Deck, was ich im Ranked realistisch runnen könnte. Das ist eigentlich das einzige Deck, was ich aktuell habe. Ich habe aber andere Decks in Arbeit, bzw. in Planung. Wie auch immer, ja, ganz guter Draw. Fire Mission Tanky, geht klar. Twin Twisters, geht klar. Geht eigentlich alles klar. Maxi auch am Start. So, ich glaube, das war ein Blue-Eyes Deck, gegen das wir hier spielen. Wenn mich gerade nicht meine Erinnerung täuscht. Das ist schon ein bisschen was her, dass ich dieses Replay hier gespielt habe. Deswegen, ich weiß nicht genau, was hier passiert. Ich weiß nur, dass es auch absolut bescheuert und witzig war. Ja, genau hier. Blue-Eyes Chaos Max Dragon. Der Klassiker. Und jetzt schmeißt ihr irgendwelche lustigen Karten durch die Gegend. Man kennt's, Blue-Eyes Decks halt. Sind jetzt nicht hier die Advanced Decks. Sind einfach in der Regel Unga-Bunga, ich töte dich mit blauäugigem Drachen auf Doom des Todes Decks. Und lese deine Effekte nicht und sterbe dann einen schrecklichen Tod. In der Regel enden Blue-Eyes Duelle meistens so, von dem, was ich so gesehen habe. Oh, Blue-Eyes Chaos Max Dragon, oh nein. However am I gonna get rid of that card? Oh nein. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ich jemals diese Karte loswerden könnte, sollte, würde. Oh nein, er zieht viele Karten. Was werde ich bloß tun? Was werde ich bloß tun? Ich weiß ja auch nicht so genau. Das Schöne ist, wenn ich diese Karte auf der Hand habe und dieses Feld sehe, ich muss gar nicht überlegen, was ich als erst getan habe. Ich weiß einfach, das erste, was ich tue, ist natürlich, ja. Erstmal entferne ich alle deine Karten. Als nächstes entferne ich den Rest deiner Karten. Die ultimative Kreatur der Zerstörung. Oh nein. Oh nein. Wie schlimm. Du aktivierst deine Supi-Dupi-Fallenkarte. Erstmal ziehen wir jetzt ein paar Karten. Hier hatte ich übrigens noch nicht Solomon Great in meinem Deck, übrigens, um euch das mal kurz hier am Rand zu zeigen. Deswegen kann ich hier die Alternativ-Kombo, die ich im anderen Duell gerade machen wollte, kann ich hier gar nicht spielen, weil die Karte hatte ich da noch nicht. Deswegen ist die Karte auch so wichtig. Wie auch immer, ich glaube, mein Plan war es hier. Genau. Ja, der Plan ist. Da ich, glaube ich, durch seine Fallenkarte hier gerade aktiviert hat, Moment, wir gehen kurz auf Pause, ich zeige euch kurz die Fallenkarte, die aktiviert hat, das war die hier, Biberlup,
You can not destroy hier da any opponent's monster, blablabla. Effectively, man kann nicht mit dieser Karte kämpfen und man kann sie nicht entfernen und das ist die ultimative Karte auf Doom des Todes. Das ist der Effekt dieser Fallenkarte. Deswegen kann ich die Karte mit Shrike, glaube ich, nicht entfernen oder angreifen oder was auch immer. Deswegen spielen wir jetzt hier Plan B. Und Plan B ist natürlich Zeus, was auch sonst. Deswegen wird es niemand überraschen, dass es Bobo kommt und es wird auch niemand überraschen, dass ich das Deck angreife. Palim. Und Palam. Und jetzt kommt Zeus, was auch sonst. So, da haben wir Zeus. Hier habe ich auch mal wieder den klassischen Misplay gemacht, dass ich Zeus im Angriffsmodus gespielt habe. Mittlerweile habe ich dazugelernt, dass das in der Regel nicht so schlau ist. Und man den lieber in Verteidigungsposition spielt. Außerdem dachte ich mir so, ja. Dachte, nein, wir machen hier schön sein Play. Das war, glaube ich, sein Normal Summon an der Stelle. Und ich glaube, er kriegt jetzt noch einen Chaos Max Dragon aufs Feld. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wenn wir da gerade seinen Normal Summon gespielt. Meine Logik war, er hat genormal summoned. Er kann nicht nur mal Normal summonen, er kann es nur noch Special summonen. Was er nicht was getan hat. Außerdem dachte ich mir, das ist schon eine Fallenkarte. Deswegen, bevor die Falle überhaupt aktiv wird, wipe sie vom Feld. Ich glaube, es war auch irgendeine Blue Eyes Falle, frag mich nicht. Swarm Judgment und jetzt machen wir hier Nägel und Köpfen. Also noch nicht ganz, weil ich glaube, ich hatte noch nicht die Lethal-Kombination hier im Graveyard, oder? Ich glaube, wir hatten. Hätte ich ihn leafeln können im Zug und habe es nicht getan? Oder konnte ich den Effekt von Keras irgendwie nicht aktivieren? Ach genau, ich konnte. Stimmt. I remember. Ich war so verwirrt in diesem Duell. Ich konnte den Effekt von Keras nicht aktivieren. Falls ihr dasselbe Problem habt. Das wusste ich. Das war, glaube ich, das Duell, in dem ich das rausgefunden habe. Ein Link-Monster könnt ihr nur in eine dieser beiden Zonen spielen. Oder in eine Zone, in die ein Link-Monster reinzeigt, das halt in einer Link-Monster-Zone ist. Da diese Karte sich in einer Link-Monster-Zone befindet, also hier in einer von diesen beiden Zonen hier oben, konnte ich kein Link-Monster beschwören. Demnach konnte ich in diesem Zug nicht finishen, sonst hätte ich ihn schon längst gefinisht, logischerweise. Aber ja. Deswegen bekommen wir jetzt hier noch einen weiteren Zug. Er möchte jetzt wieder seinen Chaos Max Dragon sammeln, natürlich denke ich ihm das, weil das darf ich natürlich nicht zulassen, sonst verliere ich sofort, oder passt sofort. Das heißt sofort, ich hätte wahrscheinlich trotzdem noch Play gehabt, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, dann schmeißt er hier eine Facedown aufs Feld. Die greifen natürlich an. Entfernen sie vom Feld und dann greifen ihn einmal direkt an. Und das Duell, glaube ich, noch einen Zug weiter und danach ends, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau, er will jetzt hier seinen Blue Eyes Special Summon, das denyen ihm natürlich mit Ash Blossom. Und das dürfte soweit sein, glaube ich. Ich glaube, viel mehr Play kriegt er hier nicht mehr. Stimmt, das ist übrigens auch broken irgendwie. Das wollte ich übrigens auch mal eine Stelle highlighten. Der Effekt dieser Karte besagt: Once per turn during the end phase, if this card is in the graveyard because it was sent there this turn. This turn, Konami. Da steht, it was sent there this turn. Ja? Und er konnte diese Karte trotzdem banishen einen Zug später. Und ich bin mir relativ sicher, dass das die Karte ist, die im letzten Zug dahin geschickt wurde. Hallo? Konami, antworten bitte. Wieso darf er das? Ist das wieder einer von diesen Hidden Rulebook-Effekten, der mir nicht bekannt ist? Oder wieso durfte er gerade diese Karte und so? Ja? Hallo? Wie auch immer. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber wie auch immer. Es hat mich dann doch nicht geärgert, weil ich gesehen habe, oh, er zerstört meinen Zeus. This is fine. You don't even know what you just signed up for, Buddy Boy. War, was ich mir da an der Stelle dachte. Weil er mir den Gefallen damit getan hat. Und mir dadurch erlaubt hat, dass ich Shrike beschwören darf. Wo ich mir dann halt auch nur dachte, so, vielen Dank. Freundlicherweise dachte er sich dann so, ja. Ich zeige dir direkt mal, was diese Facedown-Karte ist. Damit du ein leichteres Spiel hast. Und die andere entfernen kannst. Mit deinem Shrike-Effekt. War ich mir auch sehr dankbar für. Dann aktiviert er hier noch irgendwelche lustigen Effekte, zieht ein paar Karten, Supidupi. Ja, jetzt beschwört er nochmal hier seinen Supidupi Chaos Max Dragon. Das Duell ging doch ein bisschen länger, als ich in Erinnerung hatte, muss ich sagen, an der Stelle. Genau, dann habe ich natürlich den Knight. Pro-Tipp, falls ihr einen Tribal Gate Deck runnt. Wenn ihr Tribal Gate Deck runnt, ist diese Karte hier sehr wertvoll, sie einmal im Deck zu haben. Tribal Gate Rendezvous, weil ich glaube, die meisten Tribal Gate Decks runnen diese Karte nicht. Und sie einmal im Deck zu haben, ist sehr faktisch, denn wenn ihr es schafft, die in den Graveyard reinzucheaten, in irgendeiner Form, am besten über den Effekt von Kid zum Beispiel, könnt ihr einmal im Gegner denyen, dass er euch euer Tribal Gate Monster zerstören kann, in der Regel Shrike. Ihr müsst ihn nur aus dem Graveyard dann verbannen und schon nehmt ihr zwar Schaden, aber euer Shrike bleibt auf dem Feld. Was mir mehr oder weniger das Duell hier an der Stelle auch gewonnen hat, I guess. Ja, und jetzt ist es halt, ne, also wie immer, wir holen uns zum einen weiteren Shrike, I guess, ich glaube, das. Ich vermute mal, dass das ist, was ich getan habe. Zum einen das, zum anderen entfernen wir natürlich seinen Chaos Max Dragon. Zack, weg ist er. Und jetzt kommt 1, ja, 2, 3, 4, da ist Shrike. Zack, da ist der zweite Shrike. Und damit gewinnen wir das Duell. Und damit wär's das mit diesem Replay und auch diesem Duell. Aber ja, auch dieses Replay fand ich ganz interessant. Und dachte mir, das ist es auf jeden Fall wert, dass man es mal in einem YouTube-Video zeigen würde. Und sollte ich jetzt fragen, warum ich euch jetzt ausgerechnet diese drei Replays gezeigt habe und warum das alles Replays sind, in denen ich gewonnen habe.
Ich hätte euch die Replays auch gezeigt. Also bei dem hier weiß ich es nicht. Vielleicht hätte ich es dann einfach nicht gespeichert. Ich habe keine Ahnung. Das Replay vorhin, das zweite Replay gerade. Die Krüppelkeile. Das hätte ich euch übrigens so oder so gezeigt. Das kann ich euch schon mal mitteilen. Das hätte ich so oder so gesaved, weil es einfach so ein lächerlich beklopptes Duell war. Aber ich dachte mir, das sind alles drei. Halt nicht Duells, die nur so drei Züge gehen, wie das irgendwie gefühlt üblich ist auf Platin. Irgendwie beide Spieler kloppen ihre 10 Gigamonster innerhalb der ersten zwei Züge aufs Feld, denyen sich alles jemals wird negated, nichts resolved oder alles resolved oder fragt mich nicht. Und das Duell innerhalb von zwei Zügen, das waren beides relativ lange Duelle. Und ich finde gerade, das sind so die Duelle, die Yu-Gi-Oh! So spaßig machen. Die Duelle, die nicht innerhalb von zwei Zügen vorbei sind. Weil gewinnen ist natürlich schön, aber so, ne, so ein schönes langes Duell zu haben, bei dem man dann, keine Ahnung, verdient gewinnt oder verdient gewinnt oder halt auch verliert, das sind die wirklich spaßigen Duelle in meinen Augen. Und ich dachte mir so, ja, das wären aber drei schöne Replays, die ich hier mal zeigen könnte. Ich meine, das eine war einfach nur ein Fun-Replay, weil, keine Ahnung. Ich fand es einfach so lustig, wie der Gegner einfach sein ganzes Feld 10 Minuten lang so, oh, ich beschwöre das und ich beschwöre das und die 30 anderen Karten beschwöre ich auch noch. Und dann spiele ich drei Karten und der Gegner so, Rage Quit. Ja, das dachte ich mir, wäre so ein lustiges Starter-Replay für das heutige Video. Und dann haben wir noch zwei richtige Replays gehabt. Aber ich würde damit sagen, dann befinden wir uns jetzt hier an dieser Stelle am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, ihr hattet genauso wie ich großen Spaß an diesen Replays. Und ich würde fast sagen, wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.